Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind gerade in Düsseldorf auf dem Japan-Tag unterwegs. Wie es der Zufall so wollte, findet er gleichzeitig heute hier statt zu unserer Umfrage, die wir uns heute überlegt haben. Und zwar wollen wir von den Leuten wissen, was sie davon halten, dass die Kindertagesstätte in Hessen, dass dort die Erzieher beschlossen haben, dass es aus Rücksicht auf andere Familienkonstrukte dort keine Muttertags- oder Vatertagsgeschenke mehr in Zukunft geben soll. Wir wollen von den Leuten wissen, was sie davon halten und vielleicht auch, was sie sich selbst morgen zum Muttertag überlegt haben. Viel Spaß damit. Also meine Meinung dazu ist, es können ja auch sein, dass es zwei Väter sind oder zwei Mütter. Dann müssen sie zwar zum einen nichts zum Muttertag machen, zum anderen nichts zum Vatertag, aber sie können ja zu einem einen Tag einfach mehr machen. Ja. Ich finde, dass das nimmt einfach was weg. Also ich muss sagen, ich finde das schade. Ich habe das auch so schon mitbekommen. Ich finde es schade, weil ich komme aus einer Familie, wo es nicht normal ist, weil ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Okay. Und zum Beispiel zum Muttertag, statt meiner Mutter irgendwas zu machen, habe ich meiner Oma was gemacht. Und ich finde, das kann man auch ruhig so machen für Familien, die halt nicht der natürlich Tradition oder traditionell halt gestaltet sind. Also mir ist das eigentlich so ein bisschen, ja, es kommt halt immer auf die Person drauf an, wie die das halt so sehen. Also wenn das für andere so okay ist, dann sollen die das so machen. Aber also ich würde es schade finden, weil auch wenn man jetzt zum Beispiel zwei Väter hat, kann man dann ja was am Vatertag machen. Ja, eigentlich dasselbe. Also ich glaube nicht, dass sich der Hauptteil aller Leute so wirklich großartig ausgeschlossen fühlt, nur weil er jetzt zum Beispiel, wie schon das Beispiel genannt wurde, zwei Väter hat. Also das ist ja heutzutage, wie auch schon so hervorgehoben wurde, nichts Besonderes. Und es gibt so viele Veranstaltungen, bei denen haben manche Leute einfach nichts mit zu tun. So auch so religiöse Sachen wie Weihnachten oder wenn man den Advent in der Schule feiert, ist ja auch nichts anderes an sich. Wir kommen gerade hier rüber. Wie ist das bei Ihnen? Wie sehen Sie die Geschichte mit der Kindertagesstätte? Ich finde das gar nicht so schlecht. Dass da drauf Rücksicht genommen wird? Genau. Okay. Weil es gibt ja vielleicht zwei Väter oder zwei Mütter oder die Kinder haben vielleicht gar keine Mutter mehr oder keinen Vater. Und dann, dass die Erzieher dann für sich entscheiden, okay, wir machen das gar nicht mehr. Genau. Oder vielleicht, wie er gesagt hat, vielleicht kann man ja trotzdem was machen und das nicht speziell auf den Tag beziehen, sondern generell, warum nicht jeden Tag? Jeden Tag? Warum muss es so einen Tag für Eltern geben? Eine Meinung dazu, gut oder eher schlecht oder eher nicht? Ich würde es individuell schauen, wie viele Kinder hast du in der Klasse, die das betrifft und dann kann man abwägen. Aber ansonsten würde ich sagen, erstmal machen, klar, aber individuell schauen. Okay. Also ich habe es jetzt auch nicht mitbekommen. Ja. Ich arbeite in der Grundschule. Ja. Da haben die meisten Klassen Geschenke für die Eltern gebastelt. Mhm. Also das ist ja irgendwie normal. Ne? Man denkt ja auch nicht drüber nach, über die Kinder, die eine alleinstehende Mutter oder Vater haben. Also ich finde es natürlich gut. Ich würde es eigentlich genauso sehen, wenn ich jetzt da kurz drüber nachdenke und würde dann auch sagen, abwägen, wie viele Kinder sind in der Klasse, die keine Eltern, also nur eine Mutter, einen Vater haben. Das war jetzt in Hessen der Fall. Ja. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe davon noch nichts gehört. Auch von dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, sage ich ganz ehrlich, soll jeder so machen, wie er denkt. Mhm. Also wenn die Leute Rücksicht nehmen möchten, sollen sie es tun. Und dann akzeptiere ich das auch. Und dann ist das vollkommen in Ordnung für mich, weil ich bin selber Erzieherin, also wir nehmen darauf... Also Sie würden das im Prinzip für die Kinder ja entscheiden. Genau, ich meine, je nachdem, wie alt die Kinder halt sind. Ne? Also ich meine, Kinder, ja okay, also da können die Kinder das nicht ganz... Wie viele Monaten kann man mittlerweile, ich glaube, ab 3, 4 Monaten kann man die Kinder in die Kita geben? Ja, sind nicht entscheidungsfähig in dem Sinne. Ja. Aber schon so, wenn die Kinder älter sind, also gerade wenn wir von den Maxi-Kindern im Kindergarten sprechen, da reden wir ja schon so von 5, 6 Jahre, die kann man doch bei der Entscheidung mit hinzuziehen. Haben Sie eine Meinung, haben Sie es mitbekommen? Überhaupt nicht, ne? Achso, okay. Vielleicht eine Meinung dazu? Ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt nichts basteln soll. Ja, also wie gesagt, das Argument ist, man sagt, okay, es gibt mittlerweile viele Alleinerziehende. In Hessen sind es beispielsweise aktuell so um die 17%. Mhm. Und um da halt niemanden auszuschließen im Prinzip, hat man dann gesagt, okay, wir basteln mit gar keinem Kind was. Also ich bin immer der Meinung, für jeden das eine, ne? Okay. Wenn die einen sagen, ich möchte nicht, dann halt nicht. Und wenn die anderen sagen, ich möchte halt doch was schenken, dann auch da. Aber ich bin auch grundsätzlich der Meinung, so Tage wie Muttertag, Vatertag oder Valentinstag sind so für mich so Kommerztage. Ich meine, wenn man jemanden mag und was schenken möchte, kann ich das ganze Jahr was schenken. Also zu der Kita, das ist mir eigentlich sehr egal, um ehrlich zu sein. Weil da soll halt jeder machen und denken, wie er halten möchte. Klar kann ich das verstehen, wenn... Ja, warte kurz.
Wenn Eltern sagen, okay, klar, wir möchten viel, oder ich sag mal, der in Anführungsstrichen normale Haushalt ist Mama, Papa, Kind und sagen, okay, Muttertag ist Muttertag, Vatertag ist Vatertag. Aber ich kann natürlich auch die Kita verstehen, wenn die sagen, okay, wir machen daraus einen Elterntag oder halt auch gar nichts, damit niemand benachteiligt wird, weil auch die Personen sollen ja auch mit einbezogen werden, die ja keine Kinder und keine Eltern haben zum Beispiel. Das finde ich da auch sehr gut. Klar musste man mit dem Backlash ein bisschen rechnen, um ehrlich zu sein. Dass es da eine Menge Kritik gibt, ja. Ja, weil kommt darauf an, wenn eine Kita das macht, das ist vielleicht dann in 10 Jahren, ist das weiter akzeptiert als heute. Genau, und ja, das ist so meine Meinung dazu, um ehrlich zu sein. Mir persönlich macht das nichts aus. Zur ersten Frage, ich finde, das gab es seit Jahren. Dementsprechend, finde ich, kann man das einfach weiterführen. Ich meine, klar, es gibt Mütter, es gibt ja, Kinder, die haben 2 Mütter, es gibt Kinder, die haben 2 Väter. Leider gibt es auch Kinder, die haben gar keine Eltern. Für die ist es natürlich problematisch, aber ansonsten finde ich es gar nicht schlimm, wenn man da mal so eine kleine Geste und gerade im Kindergarten was schön gemalt ist, hat man doch eigentlich gerne irgendwie am Kühlschrank hängen oder so. Dementsprechend finde ich, kann man das ruhig beibehalten. Und zur zweiten Frage, natürlich habe ich auch was für meine Mama. Möchtest du das verraten, was? Nein. Okay. Also zur ersten Frage finde ich, das sollte die Kita dann individuell machen. Man muss ja nicht unbedingt zum Muttertag was machen. Es wird ja oft irgendwas gebastelt oder fertig gemacht, dass man das einfach als Geschenk macht und die Kinder dann entscheiden, ob sie das geben möchten oder nicht. Und zum Muttertag habe ich auch was, weil meine Mutter sagt, dass jeden Tag Muttertag ist. Das ausfallen zu lassen, finde ich nicht so toll. Dann würde ich eher sagen, dass man jede Person, wie sie möchte, Mutter oder Vater nennen kann. Egal, was die Person vorher war oder ob sie vielleicht jetzt auch non-binär ist. Ja. Ich würde lieber dorthin offen gehen und so Feierlichkeiten trotzdem nicht ausfallen lassen. Ob man irgendwann mal in 100 oder 200 Jahren vielleicht einen Begriff findet, der abseits von Mutter oder Vater ist, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Aber ich würde offen sein und solche Festlichkeiten nicht ausfallen lassen. Das ist bloß meine Meinung. Ja, deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schade. Ja, und die zweite Frage, für morgen irgendwas vorbereitet dann für die Großeltern, oder? Ja, also ich wollte mir noch nachher Zutaten kaufen fürs Essen und dann nochmal schönes asiatisches Essen machen, weil ich ganz gerne koche. Und solche Tage sind immer ganz schön, dann, um aufwendigere Gerichte zu machen. Und da freuen sich die Großeltern immer. Das so als Anlass. Und dann lassen die sich bekochen von Ihnen. Genau. Sehr schön. Haben Sie irgendwas vorbereitet für morgen, oder? Nein. Gar nicht. Zweite Frage, bastelt ihr was zum Muttertag für morgen? Nein. Also wir feiern das auch nicht so. Gar nicht? Also man sagt jetzt zu der Mutter schon alles Gute zum Muttertag, aber Geschenke gibt es da jetzt. Manche schenken Blumen, auch nicht. Meine Mutter wollte das nie haben, die hat immer gesagt, das ist ein Spieltag, das ist ein Tag, die Blumenverkäufer auch nicht. Nach Weihnachten der zweitgrößte kommerzielle Tag in Deutschland tatsächlich. Ja. Schenkt ihr euren Müttern was zum Muttertag? Auf jeden Fall, ich habe schon was. Was darf ich fragen? Also ich habe so ein Buch, da steht Gründe, warum ich sie liebe. Und das ist so von, das habe ich bei Talia gefunden. Drin, doch, also da stehen also Fragen drin und ja, das habe ich mit meiner Schwester ausgefüllt. Dann machen wir noch ein Frühstück mit Früchten, Pancakes, Waffeln. Dann habe ich noch so einen Bilderrahmen dekoriert mit Bildern von uns, auch von der Kindheit und so. Und das noch, und so ein Brief an meine Mama. Okay, sehr viel Mühe gegeben. Ich bin mir sicher, ihr habt euch genauso viel Mühe gegeben. Nicht mehr. Nein, um ehrlich zu sein, ich wusste seit, ich glaube, donnerstags erst, dass Sonntag Muttertag ist. Also habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber werden wir noch sehen, was passiert. Also wir gehen mit der Familie schön gemeinsam essen. Okay. An einem Flugplatz. Ah ja. Griechisch. Und einladen lassen dann. Ja, oder auch zum... Die Mutter hat es organisiert tatsächlich, ja. Kann nicht jede Mutter so ein vorbildliches Kind haben, aber ich mache nur Spaß. Alles gut. Ja, und um die zweite Frage zu beantworten, habe ich was für Muttertag? Ja, habe ich. Ich werde morgen mit meiner Mutter in ihrem Lieblingsrestaurant essen gehen. Morgen irgendwas vorbereitet für Muttertag? Nee, um echt zu sagen, gar nicht. Ich werde morgen anrufen, Blumen vorbei schicken lassen, weil ich selbst nicht vor Ort bin, weil Mutter ein bisschen weit weg wohnt für mich. Aber nächste Woche soll es dann dahin gehen. Und dann gibt es dann nochmal Kaffeekuchen, was es halt so standardmäßig immer gibt. Dann die zweite Frage zum Muttertag morgen. Ich hatte meine Mutter eigentlich gesagt zu ihrem Geburtstag Ende April, dass er ausfällt, weil ich dachte, ich käme nicht nach Hause. Ja. Jetzt bin ich morgen so etwa vielleicht 2 Stunden da und fahre dann wieder mit dem Zug zurück. Ich habe für meine Mutter nichts vorbereitet, leider. Nee. Aber so einfach gratulieren oder Zeit verbringen oder... Ja. Oder jetzt, wo ich auch ein bisschen Geld habe, vielleicht auch mal mit Mutter essen gehen oder sowas. Also generell Mutter wertschätzen oder seine Eltern wertschätzen, finde ich super wichtig.
Abmoderation klappe die dritte. Das waren unsere Eindrücke vom Japan-Tag. Wir haben mit ein paar Leuten gesprochen, um zu erfahren, was sie einmal von der Geschichte mit der Kita in Essen halten und wie sie selbst ihre Mutter morgen ehren wollen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für uns war es sehr interessant. Wir haben einige spannende Eindrücke gesammelt und